Eine Kamera und zwei Nasen. Sind drei. Wir drei sind die zwei einzigen hier. Ein schöner Spruch von Mungo, den wir hier gern zitieren wollen. Wunderschön das Wandern ist, Ollari, Ollaro, wenn man mit zwei anderen ist, Ollari, Ollaro. Im tiefsten Erzgebirge, im tschechischen Erzgebirge diesmal. Glück auf! Glück zu, sagt der Müller. Und hier wird es nicht so schnell brennen. Auf jeden Fall ist hier eine Talsperre gleich in der Nähe. Die Talsperre Fly. Da haben sie genug Wasser. Fly, fliegen. Ah. Wir fliegen jetzt noch schnell dahin. Zur Talsperre Fly. Aber vorher naschen wir Himbeeren. Gucken wir uns noch mal schnell den Ort Český Čiršetín an. Hier. Oder so in der Art. Ab Juni 1945 wurden über diese Straße tausende Deutsche aus den Kreisen Bilin und Dux aus ihrer angestammten Heimat in Böhmen vertrieben. Dann war die Grenze hier jahrzehntelang dicht. Böhmisches Bier war trotzdem irgendwie erreichbar. Naja. 1995 wurde der Grenzübergang für Wanderer von Deutsch-Georgenthal nach Český Čiršetín oder zu Deutsch-Georgendorf eröffnet und 2008 zu einer Straßenverbindung ausgebaut. Nuff und Nunner, Spontanregion, unterwegs auf der Suche nach Rübezahl, Pumuckl, Nepomuk oder den Waldgeistern. Wunderschön das Wandern ist, Wallari, Wallaro. Fly. Ja, Fly. Fly away. Fly hat sich in Luft aufgelöst. Der Ort Fly hat sich in Luft aufgelöst. Und das ist nämlich eins von zwei Wasserressorts, die vom Bach der Fly gespeist werden. Weißt du, wo der Name Fly herkommt? Ja, aus dem Tschechischen. Nach der deutsch-tschechischen Grenze heißt die Flöhe dann Fly. Jetzt weißt du. Ach, deshalb hier das Stadtwaffen von Flöhe hier ja, an der Tafel. Ja, ja, ja. Ein Hügel. Man könnte denken, man ist im Elbsandsteingebirge in der Sächsischen Schweiz. Aber das ist hier kein Sandstein. Ja, 1930. Ein Blick von hier. Bewaldete Hügel. Entlang des Baches steht eine Reihe von Wohnhäusern, Bauerngehöften, Sägewerken, Handwerksbetrieben, Gasthäusern. Eine der schönsten Gemeinden im Erzgebirge, die sich im Breitental entlang des Baches Fly erstreckte, musste auf Beschluss der Nachkriegsregulierung dem Bau einer Talsperre weichen, um künftig die Versorgung der Städte des böhmischen Erzgebirgsvorlandes mit Qualitätstrinkwasser zu ermöglichen. 1960 wurde die Talsperre Fly errichtet. In diesem Zusammenhang wurde die Gemeinde Fly aufgelöst und die Ortschaft Fly zu Český Čiršetín zugeschlagen. 1969 wurde die Kirche Johannes des Täufers aus dem erloschenen Dorf Fly nach Český Čiršetín versetzt. Und hier steht er in der ehemaligen Ortsmitte von Fly, der heilige Nepomuk, in Kopie. Gucke an, hier war mal ein lebendiger Ort, Flöha, ja, ist ja das Dorf Flöha. Ist ja noch lebendig für die Pflanzen zumindest. Ja, die haben aufgeatmet, als die Menschen dann weg waren wahrscheinlich. Guck mal, wie schön das Weidenröschen zum Beispiel wächst. Oder das Sauerampfer. Guck dir doch das mal an. Die genießen das. Es gibt immer irgendwelche Profiteure, wenn die Menschen verschwinden.
Wald, Wald, Wald. Bäume, wohin das Auge schaut. Ach, hinter mir ist jemand. Ach, gucke an. Wollen wir das noch genießen, solange es geht, in den Wald zu gehen? Es gibt ja bei den Tschechen eh schon viele Privatwälder, wo man nie rein darf. Bärenpause. Ich kleide den Hang herunter. Und ich kleide mich an. Lost Place in Tschechien. Eine ehemalige Forstschule. Das Gebäude wurde 1952 als Lehrlingswohnheim erbaut. Später folgte die Nutzung als Forstschule mit Bettenhaus. 2008 erfolgte die Schließung. Seitdem steht das Gebäude leer. Hallo. Ukončitie, wo ist du, Panasse? Keiner da. Also ich glaube, ich bin heute an die Grenze, an meine Grenze gegangen. Es waren wieder über 20 Kilometer zu Fuß. Ja, das stimmt. Also, Nasledanu. Nasledanu. Was ist denn das für eine Sprache? Die Tschechen, die sagen heutzutage bye bye. Ja, die sprechen Englisch. Auf nach Old Germany. Übrigens, Nepomuk gilt auch als Brückenheiliger. In diesem Sinne geht's über 8 Brücken Häme. Bis zum nächsten Mal. Glück auf. Glück zu. Wunderschön das Wandern ist. Ballerin, ballerin.